meine Lieben, ja, ich mache heute die Review zu dem Rainbow Moon Chalice oder auch Heiliger Gral von Broblica. Und ja, ich zeige euch jetzt aber erstmal die Verpackung und dann den Heiligen Gral. Ja, und das hier ist die Verpackung von dem Rainbow Moon Chalice. Und die ist richtig schön gemacht, also kann man echt jetzt nichts sagen. Hier oben steht erstmal Broblica, dann hier ist das Sailor, also ja, Sailor Moon Schriftzug. Dann hier oben das 20. Jubiläumslogo von Sailor Moon. Außenrum sieht man diese schönen Verzierungen. In der Mitte sieht man dann in rosa, in so einem Pink- und Rosa-Ton, sieht man dann eben den Heiligen Gral. Und hier steht dann so in einer Regenbogenschrift mit so Verzierungen hier oben und unten Rainbow Moon Chalice. Ja, dann hier noch überall außenrum dann noch so, ich sag mal, Kristalle. Hier muss man behaupten. Dann hier unten ist der Toy-Sticker. Und dann steht hier unten dann auch noch Naoko, Takeuchi, Toy Animation, Bandai 2016, Made in China. Und dann ist hier auch noch das Tamashii Nation Logo und Bandai natürlich. Dann auf der Seite sieht man den Gral schon geöffnet. Dann steht ja auch nochmal in diesem Regenbogenschimmer Rainbow Moon Chalice mit diesem Kristall und wieder dieser Verzierung außenrum. Dann hat man hier das gleiche. Ups. Ne, also wirklich sehr schön gehalten, die Verpackung. Ja, dann oben. So. Dann oben hat man hier auch nochmal den Heiligen Gral, Broblica, Rainbow Moon Chalice. Und dann hier unten auch nochmal, ja, die beiden Aufkleber ist halt so wegen dem deutschen Markt, ne, oder beziehungsweise dem europäischen Markt. Da muss ja alles seine Richtigkeit haben. Ja. Aber Gott sei Dank auf dem Boden und nicht irgendwie hier vorne oder so, würde ich denen auch noch zutrauen. Ja, und dann hat man hier eben, steht hier auch nochmal mit Rainbow Moon Chalice, dann hat man hier eben dieses Promobild von dem Heiligen Gral und auf Japanisch so ein paar kleine Infos. Dann steht hier auch nochmal Broblica und dieses rechtliche Gesülze. Und ja, genau, und auch hier steht dann noch was für Batterien, wie immer die LR44 dreimal. Und ja, meine Lieben, das war die Review und jetzt zeige ich euch den Gral. Ja, und ich habe mir jetzt überlegt, bevor ich den Gral zeige, zeige ich euch jetzt erst nochmal die Anleitung, die dabei war. Und ja, also hier das Titelbild eigentlich wie auf der Verpackung, aber dass halt die Schrift nicht in diesem Regenbogenton ist, sondern ja, ich sag mal so türkisblau. Ansonsten steht ja auch hier wieder Broblica und Go. Dann, wenn man das Ganze aufklappt, hat man hier in der Mitte den Heiligen Gral. Und dann hier eben auf Japanisch die ganze Geschichte über den Gral. Auch hier sieht man den aus dem Anime. Und hier, wie Sailor Moon ihn gerade hat. Und dann ist hier auch der alte von damals, der 1994 rauskam. Und ja, da steht halt echt ein bisschen was über den Gral und hier über Broblica. Ja. Dann sieht man hier, wenn man das aufklappt, den Heiligen Gral, die ganzen Promobilder, die man halt so gesehen hat im Internet, ne? Hier LED-Licht und was weiß ich nicht alles. Und hier auch die Größe, 170 mm, also 17 cm. Und ja, wenn man das hier aufklappt, dann hat man die zeichnerische Anleitung, wie alles funktioniert. Ja, wie man dann den Deckel hier wegkriegt und die Batterien einsetzt. Hier die beiden Modi, ne, werden erklärt. Und ja, und hier hinten drauf sind auch nochmal der Heilige Gral und auch nochmal hier mit so einem Schreibsel. Und die ganze Anleitung gibt es auch nochmal auf Englisch. Und ja, genau. Ja, aber jetzt zeige ich euch den Heiligen Gral. Ja, und da ist das wunderhübsche Teil. Also der ist wirklich wunderschön. Ich habe mich jetzt auch dran gewöhnt, wie groß er ist. Also es war echt erstmal voll der Schreckmoment gestern beim Unboxing. Aber ja, bin sehr, sehr glücklich, jetzt trotzdem ihn zu haben und finde ihn jetzt trotzdem nicht allzu klein, weil im Anime ist er auch nicht größer. Ja, auf jeden Fall hat er hier oben
erstmal die Mondsichel außenrum dann mit der Krone. Dann hat man eben den Deckel, ne, rot-gold. Dann hier vorne das Herz, die Mondsichel. Dann hier eben die Edelsteine links und rechts. Hier einmal in der Mitte die Mondsichel steht für Sailor Moon. Hier dann eben für Mars, Jupiter, Merkur und Venus. Dann hier auch die Flügel sind sehr schön gemacht. Also gefällt mir richtig gut überhaupt auch so vom Design her. Auch hier unten dieses Krone-Teil gefällt mir auch sehr, sehr gut. Steht drauf. Und der Sockel, der ist auch in einem richtig schön glänzenden Rot, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ja, und hinten dran sind dann nochmal diese beiden Kristalle, einmal für Uranus und einmal für Neptun, die auch gleichzeitig die beiden Modi sind, die man auswählen kann. Und ja, genau. Hier unten ist das Batteriefach. Das ist wie, ich denke mal bei allen, ich weiß gar nicht. Also ich kann es jetzt echt nur sagen mit der Crystal Star Brosche. Das ist genauso, da hat man hier diese Mondsichel. Die drückt man ein und schon ist das Teil auf. Dann hat man hier eben das Batteriefach, den An- und Ausschalter. Und dann dieses Viereck, da kann man damit dann die Lautstärke einstellen. Und ja, ich würde sagen, ich mache ihn jetzt erstmal auf. Da kann man eben sehen, der ist auch innen drin, ist einem richtig schön rot. Und hier ist dann der Kristall. Also wirklich wunderschön gemacht, also Wahnsinn. Und ja, ich würde sagen, ich schalte ihn einfach mal ein. Schon echt schön. Ja, ich mache dann mal wieder zu. Ja, und dann würde ich sagen, ziehe eine Aufnahme zu, ich weiß gar nicht, ich lasse mal auf. Ja, und zwar mache ich es jetzt vielleicht ein bisschen dunkler, damit man so ein wenig die Lichteffekte auch sieht. Und würde sagen, ich drücke jetzt einfach mal auf den ersten Knopf hier hinten, auf den grünen Modus. Und dann drücke ich einfach mal auf die Mondsichel. Und ihr habt schon gehört, das war die Verwandlungsmelodie aus dem Anime mit Sailor Moon Stimme. Und jetzt drücke ich mal länger auf die Mondsichel und dann kommt das. Man kann den Deckel auch zumachen. Dann leuchtet es noch hier oben raus. Da haben sie es durchsichtig gemacht. Ich mach mal aus. Ja, das ist der sehr nervige Ton vom Heiligen Gral von damals, der Originalton. Und ich habe keine Ahnung, wie lange das geht. Also ich versuche es immer, den mal irgendwie ja abspielen zu lassen, komplett abspielen zu lassen. Aber ich schaff's einfach nicht. Der ist so auf Dauer so nervtötend. Keine Ahnung, wie lange der geht. Ich will es aber auch nicht rausfinden. Aber ja, aber wie gesagt, ich finde es sehr schön, dass sie den Originalton von damals eben mit reingenommen haben. Das finde ich sehr schön. Und ja, jetzt drücke ich einfach mal dann auf den blauen Modus und auf die Mondsichel. Ja, und das war jetzt die Verwandlungsmelodie ohne Stimme. Und ja, und dann würde ich sagen, dann drücke ich mal länger auf die Mondsichel, dass wir den letzten Ton noch zu hören bekommen. Ups, falsch. Länger drauf drücken.
Ja, und das war meine absolute Lieblingsmelodie, was der Heilige Gral abspielen kann. Das war sozusagen die Melodie, wo Sailor Moon sich durch die Kraft der anderen Senshis wieder in Super Sailor Moon verwandeln kann, um Sailor Saturn sozusagen zu retten, die gerade gegen Pharao 90 kämpft und die sie dann auch wieder, ja, wieder zurückbringen ins Leben, sage ich jetzt mal. Und das ist meine absolute Lieblingsstelle. Ich habe da immer gleich das Bild vor Augen, wie Super Sailor Moon gerade Hotaru als Baby wieder zurück auf die Erde bringt. Das ist so, oh, das ist einfach so ein wunderschöner Moment im ganzen Anime. Also das ist absolut meine Lieblingsstelle. Und ich finde es wunderschön, dass Proplika diese Melodie damit reingebaut hat. Das finde ich so toll, weil diese Melodie, das ist jedes Mal Gänsehaut pur, wenn ich das höre. Und das ist immer so schön. Und ja, meine Lieben, das war sozusagen die vier Sounds, die der Heilige Gral abspielen kann. Ja, ihr Lieben, das war meine Review zu dem Rainbow Moon Jealous von Proplika. Ja, also ich bin hochauf begeistert und ich bin einfach nur so überglücklich, endlich den Heiligen Gral zu besitzen. Das war immer so mein Kindheitstraum, den Heiligen Gral mal zu bekommen. Und jetzt habe ich ihn. Das ist wie so, ja, man fühlt sich irgendwie wieder in die Kinder zurückversetzt und ich bin einfach nur überglücklich, ihn zu haben. Und ja, ich habe es ja schon mal in meinem Unboxing-Video gesagt, ich habe den Gral von von Figuya für mit Versand knapp, sagen wir mal, 98 Euro, also 97,50 waren es. Und aber es ist sein Geld auf jeden Fall wert. Also billiger kriegt man ihn auch nirgends, also weder im Ausland, wenn man ihn bestellt, noch auf eBay, noch sonst wo. Bei Arconia habe ich gesehen, haben sie den auch. Da kostet der sogar 104 ohne Versand. Und da ist man bei Figuya wirklich schon sehr gut beraten. Also wer den haben möchte, wer bald vielleicht Geburtstag hat, der kann sich den ja vielleicht wünschen oder vielleicht das Geld sparen und sich ihn dann bestellen. Aber ich kann wirklich den nur empfehlen für jeden, der den Heiligen Gral schon immer besitzen wollte, für jeden, der die S-Staffel am liebsten mag, so wie ich. Ich liebe die S-Staffel. Ich liebe einfach die Freundschaft zwischen Utaru und Chibiusa und ich liebe auch die Verwandlung von Sailor Moon zu Super Sailor Moon durch den Heiligen Gral, weil Super Sailor Moon ist auch meine Lieblingsverwandlung. Ich finde die einfach nur wunderschön. Und ja, also ich bin hellauf begeistert. Ich trauere überhaupt nicht um Geld nach, den er gekostet hat. Ich habe es auch schon mal gesagt, also ich werde mir jetzt diesen Monat auch nichts mehr weiter kaufen. Also das heißt nicht so weiter, ich werde mir gar nichts mehr kaufen. Weil, wie gesagt, ich gebe im Monat circa immer 100 Euro aus. So Sachen. Und das hat jetzt der Heilige Gral jetzt voll ausgeschöpft. Was ich noch bekommen werde, ist von der lieben Sapramoon, werde ich ein kleines ja, Paketchen bekommen, sage ich mal. Die schickt mir was zu, die hat mir lieberweise wieder was besorgt. Und da kommt dann auf jeden Fall demnächst ein Unboxing-Video. Und ich werde auch wieder ein anderes Video mal hochladen, aber lasst euch überraschen. Ja, denn ihr könnt mal wieder ein paar Fragen, ich werde mal wieder ein Frage-Antworten-Video machen, aber dazu dann in dem genaueren Video. Und ja, meine Lieben, ich hoffe, euch hat die Review zu dem Heiligen Gral gefallen. Wie gesagt, ich kann ihn euch nur empfehlen, nur ans Herz legen für jeden, der den Heiligen Gral jemals haben wollte. Schnappt ihn euch, denn was Besseres kriegt ihr echt nicht. Also Proplika ist da wirklich 1A und wirklich, man kriegt da wirklich richtig gute Quali für sein Geld. Und das ist wirklich wunderschön gemacht, der Kristall ist schön gemacht, die ganzen Verzierungen außenrum sind wunderschön gemacht und man hat einfach jedes Detail live vor sich stehen und das ist echt toll. Und ja, wie gesagt, meine Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen. Kommentieren, abonnieren, liken und bis zum nächsten Video. Bye, bye.